Hallo, meine lieben Freunde. Ich war eigentlich kurz unterwegs, habe ein paar Sachen gesammelt. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter weg, habe jetzt aber so viel gesammelt und war schon auf dem Heimweg eigentlich, so halb. Und es taucht mal wieder eine Horde auf. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Mittlerweile ist es ja so fast, dass irgendwie 3, 4 Mal am Tag eine Horde vorbeikommt und man die abschlachten kann oder einfach wegrennt, weil irgendwann hat man keine Lust mehr. Aber jetzt habe ich mal Lust, ein bisschen zu töten und deswegen sind wir hier und schauen wir mal, was wir alles erledigen können. Na, wir ändern mal unsere Waffe. Geht auf jeden Fall schneller so. Hallo? Kommt her. Und ihr braucht wieder länger hier, ihr langsam. Ups. Und das Vogelnest. So viele waren es ja dann doch nicht. Und wieder vorbeigeschossen. Er hat mich getroffen. Und du? Okay, nicht getroffen, sehr gut. Ich und mein Bogen, ey. Yeah. Eine Rolle gemacht. Sehr gut. Vogelnest. So, dann durchsuchen wir mal alles. Ich weiß, eigentlich zu schade zum Zerlegen, aber was will man machen, wenn man hier schon alles hat? Nutzen. Das essen wir. Das nehmen wir mit, was wir mit dem können. So viele Zombie-Leichen hier wieder. Ich habe auch gefühlt, dass ich ständig aufräume hier. Wo kommst du denn her? Nicht. Krieger kommt auch noch, war ja klar. Ah, kommt noch ein anderer Krieger. Ja, beschwer dich. Ja, trefft er auch nicht. Christian, hör mal auf hier. Wie viel hält der aus? So, wir sind hier immer noch am Leichenentsorgen. Wasser trinken wir. Kein Problem. Pfeilspitze zerlegen wir. Ich habe das Gefühl, als ob hier immer noch zwei Missionen hier sind. Das trinken wir wieder. Vogelnest. Zombie. Hat ja immer Angst, dass man irgendwas Wichtiges verpasst. Wenn man irgendwelche Zombies nicht durchsucht. Also langsam habe ich aber das Gefühl, dass wir schon alles gefunden haben, was wir finden können. Ja. Gut, können wir nicht mehr trinken. Dann lassen wir das. So, Zombies erledigt. Dann machen wir sie mal klein. Hier ist eine Fliege unterwegs, gerade bei mir. War heute auch schon joggen, war ganz fleißig. Und deswegen habe ich gedacht, nimmst du mal abends nochmal in Ruhe eine Folge auf. So. 9 Uhr abends. Einfach nur, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann.
Ich habe auch noch was vor. Ich will eigentlich gerne in die Schule fahren. Hab die Tage länger gestellt, damit ich auch diese Zeit mal nutzen kann. Weil irgendwie war es immer so gefühlt von einer Mondnacht zur nächsten, ohne dass man wirklich viel Zeit hatte. Und das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders geworden. Bin ich auch ganz froh drüber. Ach, neu. Starke Brille. Nehmen wir das. Wie sehen wir damit aus? Sehr gut. Hinter dieser Eisenmaske kann man das perfekt sehen. Hallo. Ach, du bist neu. Was ist denn Sandwich bei dir? Möchte ich aber jetzt nicht essen. Du bist auch neu. Du hast nichts bei dir. Das ist wirklich doof. So. Auf jeden Fall war ich eigentlich dabei hier ein bisschen. Kann ich auch gleich mal demonstrieren, wie geil diese Spitzhacke ist. Nur nicht mehr lange und ich brauche nur noch zwei Schläge für so einen Stein. Nur dann gibt es wahrscheinlich keine Steine mehr hier in der Umgebung. Aber auf jeden Fall richtig geil, dass man halt so schnell, so einfach kaputt machen kann. Diese Steine. Dementsprechend natürlich auch viel Material bekommt. Was mir so fehlt, ein bisschen fehlt, ist hier dieses Nitratpulver. Ist das Nitrat? Aber es kommt hier auch nie raus. Also, ich habe zwar keinen Platz mehr, aber es muss doch dann hier irgendwo auf dem Boden liegen, oder? Also, hatte ich immer gedacht. Aber tut es nicht. So, weiter nach Hause. Und süchtig sei nach Steinen, die hier immer noch rumhocken und beseitigt werden wollen. Auf jeden Fall kann man da schon richtig, richtig viel sammeln. Wenn man erstmal diese Stahlspitzhacken hat, dann ist das schon wirklich ein Fortschritt. Ich mache jetzt auch nur noch diese drei Steine, dann reicht es auch. So, da kam Blei raus. Da kam nichts raus. Da müsste jetzt eigentlich mal die Drahtröhre rauskommen. Kleiner Stein. Ja, wow. Krass. Kommt kein Nitratpulver raus, oder was? Hier sind aber noch viele Steine. Die drei wollte ich ja noch kaputt machen. Steine kann ich nicht mehr aufnehmen, ist aber nicht schlimm. Brauchen wir nicht. Nitratpulver, da ist es doch. So sieht das aus. Kein Wunder, dass das immer wegfliegt. Hallo Zombie-Frau. Nix. Wo ist das Nitratpulver hin? Seht ihr es noch? Ich nicht. Naja, machen wir später mal weiter. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Reicht ja auch irgendwann mal mit der Umgebung. Ins Wasser rein. Ich war auch übrigens schon mal in der Wüste. Deswegen habe ich jetzt auch schön Yucca-Saft, sieht man hier. Ausdauer 30, Hydrierung 15, aber auch Wohlbefinden steigert das. Dementsprechend bin ich auch schon auf 107 wieder. Da ist auch wieder ein Zombie. Hier war mal was. Möchte nicht sagen, was es war. Hallo. Hey, 35 Vitamine. Benutzen, da ist kein Platz mehr. Da ist noch ein Vogelnest. Neu, sensationell. Rein. Und die Nacht beginnt. Dann mal schnell nach Hause. Da ist es schon. Da ist auch unsere Garage. Sehr schön. Leeres Vogelnest brauchst du nicht durchsuchen, Christian. So, Blei haben wir hier genug. Falls wir mal Blei brauchen. Und dann sind wir jetzt gleich wieder zu Hause. Können den Ofen anschmeißen. Können die Nacht ein bisschen genießen. Und dann schauen wir mal weiter, was der Tag uns so bringen wird. Aber die Nacht braucht ihr euch nicht angucken. Danke, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Bis demnächst. Ciao, ciao. Wir sind wieder zurück bei 7 Days to Die. Ich bin bei unserem schönen Minibike. Und ich habe gedacht, wir fahren mal eine Runde, soweit ich das irgendwie hinbekomme.
nehme ich zu einem gewissen Ort. Oh, erstmal das Lenken lernen hier. Okay. So ist doch ganz angenehm. Mal gucken, wie lange das Benzin. Oh, falsche Taste. Oh. Ich glaube, ich bin irgendwie zu schnell unterwegs. Vielleicht sollte ich mal dahinter mit der Kamera. Das macht schon auf jeden Fall Sinn. So kann man noch ein bisschen besser lenken. Da hinten kommt ein Zombie, den muss ich dann mal rechts liegen lassen, weil ich links vorbeifahre. Knapp vorbei. Oh, ich fahre doch da vorbei. Ist doch ganz gemütlich eigentlich hier so rumzufahren. Hallo Zombie. Und wir müssen mal kurz langsamer werden. Und absteigen. Okay. Das Problem wird hier sein, dass wir hier bestimmt nicht rüberkommen. Oder wenn ich lang schnell genug fahre, geht das. Aber das sind zwei Blöcke. Da ist mein Motorradteile. Geld. Nehme ich erstmal mit. Ja, versteck dich, genau. So. Bleibt also eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Wir müssen hier außen rumfahren. Und dann will ich nämlich diese Straße hier folgen. Oder ich gucke mal, dass ich hier was baue. Brauchen wir nicht rumfahren, das geht ja schneller. Das können wir immer noch zerlegen lassen. Und Schießpulver können wir auch noch machen. Ach ja, Waffen, Schießpulver. Total verwirrt. So, dann reparieren wir da hinten die Brücke. Und dann kommen wir auch hier rüber. Dankeschön. Motorrad, bin wieder da. Wieder dahinter ausrichten. Dass wir auch ein bisschen was sehen. Auch ein bisschen fahren können. Okay. Und wir sind drüber. Yeah. Unser erster Ausflug mit dem Minibike. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich irgendwo gegenfahre. Ich möchte es aber eigentlich auch nicht ausprobieren. So, und die nächste Brücke. Ich höre Zombies, aber die sind mir jetzt egal. Denn ich düse im Sauseschritt. La 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 la. La 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 la. Bleib hoch. Benzin reicht wohl auch. Hier haben wir die erste Siedlung, aber da will ich noch vorbei. Das können wir hier schon mal warnen. Stimmt, waren wir hier vorne schon mal. So weit ist es ja nicht weg gewesen. Auf jeden Fall kann man hier noch ziemlich viel auseinandernehmen. Aber ich wollte eigentlich zur Schule und die müsste hier dann irgendwann bald auf der rechten Seite kommen. Geht ja mit dem Minibike wahrscheinlich schneller als mit anderen Sachen.91 Benzin und noch. Dann wird es knapp. Hier waren wir definitiv noch nicht. Aber es ist doch eine schöne Gegend. Viele Autos noch zum Auseinanderbauen, theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob da unser jetzt schnell ist oder nicht so schnell ist. Was ist das hier für ein Laden? Polizeistation, dann nehmen wir doch die. Hier keine Zombies. Doch. Da ist die Schule. Bin falsch abgebogen. Ups. Aber erstmal gehen wir dann hier ins Polizeirevier. Haben wir uns jetzt entschieden zu. Plünderung Level 50. Da hinten sind Zombies. Aber wieso sind denn hier vor der Polizeistation keine? Irritiert mich total.
Hier müssen auch welche sein. Brauchen wir nicht. Dann haben wir bessere. Hallo Zombies? Wo seid ihr? Seid ihr da drin alle gefangen im Gefängnis? Nehmen wir erstmal mit. Können wir ein bisschen mehr tragen diesmal. Weil wir ja unser Bike mit haben da vorne. Machen wir hier mal schneller Wegpunkte, damit wir wissen, dass das Bike. Wo sind jetzt hier die ganzen Zombie-Viecher? Gehen wir einmal rum. Ich lasse da irgendwas auftauchen. Aber anscheinend sind sie alle da drin. Das wird ein Gemetzel. Dann gehen wir da rein. Oh. Da sind sie doch. Wollt's mal gucken, ob von hinten was kommt? Nein. Hey, hier bin ich. Alles auf deine Verstärkung. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Das wird es jetzt nicht gewesen sein hier. Hallo. Guten Tag. Wohnt hier jemand? Hallo? Ist nur einer? Aber hier ist gut Leder drin, das ist schon mal gut. Hier sind auf jeden Fall mehr. Gut, da kommt was runtergesprungen. Nicht, dass ich mich erschrecke. So, liegt auf dem Boden. Und er ist tot. Oh, der hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ah. Oh oh. Nicht gut, okay. So. Das ist gerade ein bisschen viel Action, glaube ich, für meinen Rechner. Gleiche gar nicht gesucht. Okay, ich suche für nichts da. Aber hier sind wir. Oh. Oh, was habt ihr denn hier kaputt gemacht? Wo sollen wir da jemals wieder durchkommen? Den Arm ab. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Ach, da bist du. Die letzte. Sehr gut. Oh, sie lehnt sich an. So, perfekt. Liegt jetzt ein bisschen Müll überall rum, aber Polizeistation. Erfolgreich gesäubert, würde ich mal sagen. Aber weniger als erwartet. Und dann schauen wir mal, was wir da an coolen Sachen noch rausbekommen. Ich gehe erstmal hoch. Mach oben alles fertig. Wird es ja wohl irgendwo eine Treppe geben. Yippie! Treppe! Oh,
Leder. Sein Traum. Das heißt, wir können ja richtig viel Rüstung machen, ohne dass wir aufpassen müssen, dass wir zu wenig Leder bekommen. Müssen wir weniger Tiere töten. Alles wunderbar. Weil Fleisch haben wir nicht genug. Da brauchen wir jetzt keine Tiere mehr töten. Würde es nur noch um Leder gehen. Ups, für Leder jetzt. Ja, muss nicht unbedingt sein, dass man da. Hallo? Danke. Für nichts. So, da haben wir doch schon mal auch den ersten erfolgreichen Ausflug gehabt. Wir sind nicht gestorben. Wir finden ganz viele tolle Sachen hier. Hoffentlich noch. Obwohl es schon ein bisschen dunkel jetzt ist. Müll durchsuchen. Die Glasscheibe brauchen wir nicht. Auch nichts. Oh, mich nervt hier gerade so eine Fliege. Seid nicht überrascht, wenn es gleich mal klatscht. Dann war es das mit der Fliege. Ich rede davon, gerade keine Tiere mehr zu töten und dann im nächsten Augenblick totaler Wandel hier. Da ist eine Treppe, ne? Jupp. So, dann gehen wir hier mal lang. Hier haben wir noch einen Raum, aber hier haben wir, glaube ich, eine offene Tür. Okay. Erstmal den Koffer. Nix. Danke. Dann gehen wir da zu der anderen Tür. Machen hier noch auf. Irgendwie ist wirklich nicht so viel da rumgekommen bisher. Dankeschön. Oh. Das war ein Holzfußboden. Munitionskasten. Ei, das dauert ja. So, jetzt ist die Fliege beseitigt. Boah. Aber das ist besser als das, was wir haben. Also nehmen wir das auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch mit. Können wir einschmelzen. Und ein Buch. Können wir noch was Tolles lernen. Jagdmesser haben wir schon. So, dann, bevor wir das Sofa nachher vergessen, nehmen wir das auch noch mit. Wir haben echt viel Leder jetzt gefunden. Ich will aber auch noch richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas brauche zum Pläne suchen. Ich will jetzt noch bessere Waffen auf jeden Fall haben. Oh, hier wird doch geschossen. Plastikteile, naja. So, dann machen wir mal den Waffenschrank auf. Dauert ja nicht mehr so lange. Wir haben jetzt schon eine gute Spitzhacke. Das sollte recht schnell gehen. Und es geht auch recht schnell. Also wirklich. Schraubenschlüssel müssen wir nochmal lila bekommen. Das gefällt mir nicht unten in der Leiste, dass der nicht lila ist. Bessere Waffe kriegen wir nicht mehr hin. So. Dann haben wir Waffenteile. Muskelshirt. Glasscheibe kann dann auch weg. Zerlegen wir. Wir haben noch gar keinen Dings, ne? Stofffetzen. Schießpulver, sehr gut. Das nehmen wir mit, alles andere brauchen wir gerade nicht. So, haben wir noch irgendwas offen hier? Ich glaube nicht. Ich habe mal wieder Zombies. Die haben mich aber noch nicht entdeckt. Auf jeden Fall erstmal kurz nochmal zurückgehen zum wunderbaren Motorrad. Wo ist es denn? Ist aber gut getarnt hier, würde ich sagen. So, und dann packen wir schon mal ein paar Sachen dahin. Das Oberteil zerlege ich, brauchen wir jetzt nicht. Sonst noch irgendwas, was wir wegpacken können? Eigentlich nicht. So, dann durchsuchen wir jetzt das untere Geschoss. Gucken, ob es da noch was Tolles gibt.
Dann sind wir fertig. Gehen wir erstmal hier lang. Okay. Das ist wohl. Da haben sie hier den Leuten was beigebracht. Ein Schulungsraum. Mit nichts drin. Und in der Kammer noch irgendwas, was gebraucht werden kann. Stofffetzen, sonst nichts. Oh. Toller Raum. Dann gehen wir zum Nachbarraum. Machen den kurz auf. Oh, Küche. Haben wir irgendwas Tolles? Ich bin eigentlich nicht wegen der Küche zum Polizeirevier reingegangen, ne? Gibt es in den Schränken überhaupt irgendwas Tolles? Ich lasse es lieber, ich nehme was vom Kühlschrank vielleicht noch mit. Ansonsten können wir vielleicht schon mal was trinken. Ich weiß nicht, wie viel. Okay, zweimal. So. Und dann gehen wir weiter. Hier muss auch nochmal, glaube ich, was richtig Gutes sein eigentlich. Das kann doch nicht alles sein. Gefängnisräume. Das ging jetzt schnell. Ja, hier gibt es nichts, wo es sich jetzt lohnt, durchzuarbeiten, oder? Und da die Leiche wird jetzt nichts so Tolles drin sein, dass man da unbedingt rein muss. Und hier wird die Küche sein. Ja, wow. Das jetzt alles hier von Polizeirevier? Gibt es irgendwelche wichtigen Toilettenräume? Da wird es auch nichts Außergewöhnliches mehr geben. Kaka. Wow. Glas. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Das war es wirklich vollständig. Oder? Und die ist jetzt auf die Tür. Das ist nur noch mal ein Büro. Ihr habt hier keine Waffen gehabt. Bin jetzt stark enttäuscht von euch. Oh. Da habe ich bessere Sachen. Nachttisch. Na, ja, der bringt schon was vielleicht. Okay. Aber falls uns mal warm wird irgendwo, können wir das nehmen. Haben wir hier irgendwas Tolles drin? Nein. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ich räume hier ein bisschen auf, fahre nach Hause und bin enttäuscht. Aber vielen Dank fürs Zugucken. Bis demnächst. Ciao, ciao.